Der erste Schultag ist nicht mehr weit und auch die Pressekonferenz von Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt lässt erahnen, dass die Ferien bald zu Ende sind. Am Montag präsentierte sie im Bildungsministerium eine Qualitätsoffensive für Schulen. Im Mittelpunkt die Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen. Das Ziel ist klar. Wir wollen einfach, dass viel, viel mehr Kinder als bisher die Grundkompetenzen erreichen. Und das zweite Ziel ist, dass wir einfach viel, viel mehr Schulstandorte haben wollen, die besser abschneiden. Diese Schulen, die bei den Bildungsstandardüberprüfungen unter dem Österreichschnitt liegen, sollen von der Schulaufsicht und von Fachteams wie etwa Sozialarbeiterinnen Unterstützung bekommen. Weiters sollen 5000 zusätzliche Lehrer in 520 ausgewählten Schulen eingesetzt werden. Wir wollen die Schuleintrittsphase, also wenn Kinder übertreten vom Kindergarten in die Volksschule, besonders unterstützen mit zusätzlichen Pädagoginnen und Pädagogen. Denn wir wissen sehr genau, wenn wir hier sehr viel Wert darauf legen, dass Kinder genau in dieser Schuleintrittsphase die Kompetenzen erwerben, die sie haben müssen, um dem Unterricht gut zu folgen, dann lösen sich Probleme, wie wir sie jetzt am Schulstandort sehen, auf. Und das zweite Thema, das uns mit diesen Schulen beschäftigt, ist dass, der nächste Übergang, nämlich von der Volksschule dann in die Sekundarstufe 1. Auch diesen Übergang muss man sehr gut begleiten, damit er einfach gut auch funktionieren kann. Sonja Hammerschmidt will schnellstmöglich, wie sie sagt, mit der Qualitätsoffensive starten. Ich werde das sofort tun. Auf der einen Seite wird ja schon gearbeitet, gibt es ja entsprechende Vorarbeiten seitens des Hauses, seitens der pädagogischen Hochschulen, seitens der Schulaufsicht. Auf der anderen Seite heißt 5000 Pädagoginnen und Pädagogen mehr im System auch mehr Budget, das ist ganz klar. Das heißt, Herr Schelling wird sofort von mir einen Brief erhalten und ich werde natürlich mit ihm Kontaktaufnahmen entsprechen, dass wir sofort diese Maßnahmen auch budgetär flankieren, damit wir in die Umsetzung gehen können.